So, letzter Tag heute. Wir brechen in Trento auf. Ich hoffe, dass wir noch die 900 Höhenmeter bis zum Gardasee schaffen. Da kommt der zweite Akteur mit üblicher Verspätung. Und wir drücken uns mal die Daumen für mein linkes Knie. Mahlzeit. Aufbruch in Trento. So, wir verlassen Trento und schrauben uns jetzt erstmal hier 400-500 Höhenmeter hoch. Knackige Auffahrt auf dem Monte Bondone. Frühstück kommt schon raus. Morgen. Grad. It's too hot to crossing the Alps. Gleich dürften wir oben sein. Boah, hier sind überall wieder diese Drecks-Riesenbremsen, die so groß sind wie Spatzen. Problem ist, sobald man anhält, kommt irgendeiner an. Also immer weiter. Gehabt, da haben wir irgendwie Glück. Bisher irgendwie alle Supermärkte haben immer geschlossen. So, geht wieder runter. Hier ist auch überall der Radweg Richtung Rewe der Garda ausgezeichnet. Und wir fahren wahrscheinlich gleich noch am Lago die Cavedine vorbei. Weiter geht's, direkt weiter an der nächste See, Lago di Toblino. Gleich mal was Kaltes zu trinken, Radler, könnte ich mir heute schon mal vorstellen.
So, die letzte Pause haben wir jetzt gemacht, bevor es weitergeht. Es grüßt uns hier eine Peter-Alexander-Idylle, wie in den 60ern. Die Stühle, rustikaler, rostfreier Stahl. Ja, die kommen aus den 60ern, die Stühle. Ja, die Garanieren. Und Mediterranität. Bei 37,5 Grad sehen wir schon das Ziel vor Augen. Und es geht entlang des Sarger-Radweges. Guck mal, was kannst du jetzt sagen? Wahnsinn! Du bist schon wieder da! Der Wahnsinn! Furchtbar! Nee, klar! Wieder da! Das ist klar! Ja. First one, yes, the first one, you're my one and only one. Come prima, die letzten Meter sind kein Zuckerschlecken. Schwitzhütte. Radweg an der Saatche entlang, das sind wir noch nie gefahren. Der ist echt sehr schön. So, langer Weg. Der zieht sich doch mal ganz schön. Aber ein schöner Weg. So, beim vierten abgeschlossenen Alpenkurs kann ich dem Dirk eine Offenbarung machen. Ich kaufe mir ein E-Bike. Ab in die Unterkunft, Hotel Orchidea.
Thank you.